für euch geben. Und zwar möchte ich euch die Sachen zeigen, die bei mir neu eingezogen sind und die ich wirklich ständig in Verwendung hatte in den letzten Wochen. Es sind ein paar ganz, ganz tolle Sachen dabei und ich würde sagen, wenn es euch interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's! Wir legen mal los mit der Highlight- und Konturpalette von NYX. Und zwar wurde die ja total gehypt. Und ihr wisst ja, dass ich nicht auf jeden Zug aufspringe. Mich hat die echt überhaupt nicht interessiert. Ich war dann aber bei Douglas und da waren irgendwie noch 12.000 Pakete in so einem Aufsteller. Ich hatte nämlich aber auch mitbekommen, dass sie eben überall ausverkauft war. Und deshalb bin ich dann mal hingegangen und habe mir gedacht, ja, das ist halt der Vorteil einer kleinen Stadt. Man bekommt halt die Sachen noch, ne? Weil, ja, sich halt wahrscheinlich weniger Menschen dafür interessieren. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich mal ganz leicht mit dem Finger rein und ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, warum so ein Hype um diese Palette gemacht wird, denn die ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also die ersten Male, als ich sie verwendet habe, musste ich echt aufpassen, weil wenn man nur ganz leicht reingeht, gibt die sofort Farbe ab. Also diese Pigmentierung, die ist wirklich abnormal. Und ich hatte dann so rechts und links so Balken und da muss ich halt natürlich erstmal mit üben und aufpassen, damit es halt schön aussieht. Also die ist echt der absolute Wahnsinn. Und bei diesem Produkt hier, das erinnert mich total an das Banana Powder von Ben Eye, das ich mir eigentlich auch kaufen wollte. Mache ich jetzt aber nicht mehr, weil ich damit total zufrieden bin. Und ja, hiermit highlighte ich zum Beispiel das als Highlight oder ich habe es ja auch schon als Eyeshadow genommen. Ich muss es zugeben, weil ich einfach auf matte braune Töne stehe. Gefällt mir total gut. Also das Einzige, was mir nicht so gut an dem Produkt gefällt, ist die Verpackung. Ich weiß, es kommt auf den Inhalt drauf an, aber ich bin halt so ein kleines Verpackungsopfer und ich finde die so lidschäftig gemacht, diese Kunststoff-Plastik-Verpackungsding. Also irgendwie gefällt es mir gar nicht. Was schön ist, ist dieses Fenster, dass man halt das Produkt sieht. Braucht die Welt eigentlich auch nicht, aber naja, wie gesagt, diese Pfändchen hier, die könnt ihr im Übrigen auch rausmachen. Warum auch immer, wollte ich euch noch sagen. Ja, keine Ahnung. Also falls ihr noch auf der Suche seid nach einem schönen Nikolausgeschenk für euch oder eure Freundin oder wenn ihr euch zu Weihnachten beschenken wollt, 19,99 € habe ich dafür bezahlt bei Douglas und ja, schaut es euch auf jeden Fall an. Ich hoffe, dass ihr so viel Glück habt wie ich und dort noch Aufsteller sind mit diesem Produkt. Als nächstes kommen wir zu einem Produkt, das ich wirklich in den letzten Wochen tagtäglich verwendet habe. Der absolute Wahnsinn und es wird einfach nicht leer, was natürlich spitze ist für mich, da freue ich mich. Also ich bin total begeistert und ihr wisst ja eigentlich, dass ich Rituals total liebe. Oder geliebt habe, sagt man es mal so. Also ich spreche gerade von diesem Produkt hier und zwar ist es von Nuscha, ein Showergel und es ist der absolute Wahnsinn. Also diese Konsistenz, die ist nochmal anders als bei Rituals, die ist irgendwie fester. Bei Rituals, das ist so mousseartiger, würde ich es jetzt einfach mal sagen, wenn es diesen Begriff gibt. Auf jeden Fall reicht ein ganz, ganz kleiner Pumpstoß und dann plustert sich das ja so auf und es ist der absolute Wahnsinn. Oh mein Gott, ich liebe, liebe, liebe dieses Produkt. Und ich wusste eigentlich gar nicht, dass Nuscha auch solche Produkte herstellt, sondern ich dachte, dass sie nur Produkte für die Haare haben, im Übrigen Spitzenprodukte. Ihr wisst, wie pingelig ich da bin, also es ist echt so, ich lasse nicht alles an meine Haare. Aber dazu dann mehr in meiner Haarroutine. Also dieses Produkt hier musste heute in dieses Video, weil ich es echt abgöttisch liebe. Ich muss nochmal dran riechen. Der Wahnsinn, oh, ich liebe das so. Also das musste ich euch auf jeden Fall heute zeigen, sorry. Jetzt kommen wir mal zu einem Produkt, das ich wirklich auch wieder tagtäglich in Verwendung habe. Ihr wisst ja, meine Lumia-Pinsel, die liebe ich über alles. Diese hier, die habe ich euch ja schon des Öfteren in meinen Videos gezeigt. Ein wirklich ganz, ganz tolles Produkt an sich. Es ist vegan, es ist tierversuchsfrei und oh mein Gott, ich liebe sie. Und jetzt, ja, hier noch die Krönung dazu. Dieses tolle Päckchen wurde mir zugeschickt. Herzlichen Dank, da habe ich mich total drüber gefreut. Denn ihr wisst ja, dass ich eigentlich ein totaler Sigma-Typ bin. Und ich finde, das sieht aus wie Sigma, eigentlich identisch, nur dass ich das noch viel, viel edler finde. Hier ist noch die eine Aufbewahrung von Sigma, wollte ich euch mal zeigen. Den Deckel, den habe ich jetzt da vorne an meinem Schminktisch. Auf jeden Fall ist es so, dass es diese Farbe hier, also dieses Produkt hier in fünffacher Farbauswahl gibt sozusagen. Ihr könnt es ideal mitnehmen, wenn ihr in Urlaub fahrt oder wenn ihr zu einer Freundin fahrt oder eben so schön als Aufbewahrung oder Pinselhalter an eurem Schminktisch. Es sieht so, so edel aus. Ich bin total begeistert und von den Pinseln bin ich ja eh total begeistert, das wisst ihr ja. Die sind einfach butterweich und es sind so viele verschiedene dabei, 16 an der Zahl, ganz viele, also wirklich. Und dieser hier ist mein Liebling, dieser abgeschrägte.
Also den habe ich wirklich tagtäglich in Verwendung. Wie man sieht, der ist noch schmutzig, sorry. Aber wirklich grandios. Also für den Preis, 44,99 Euro kosten die, die sind jetzt gerade reduziert. Ich kann euch den Link unten reinsetzen, wenn ihr möchtet. Also ich bin total begeistert. Wenn ihr wirklich was Anständiges sucht und wenn ihr Wert auf Qualität setzt, dann würde ich euch das wirklich ans Herz legen. Denn es ist so, ich habe auch günstige Pinsel da und man merkt einfach den Unterschied. Und dann werfe ich die weg und denke mir, mein Gott, ne, das Geld hättest du dir sparen können, hättest du dir lieber was Anständiges gekauft. Und ja, also ich finde, die sind absolut gleichzusetzen mit meinen Sigma-Pinseln, die wirklich schweineteuer waren, sorry fürs Wort. Und ich das total bereut habe, dass ich so viel Geld ausgegeben habe. Ich werde so ein Set jetzt auf jeden Fall noch für meine Schwester kaufen zu Weihnachten, da freut sie sich bestimmt. Also die ist immer auf der Suche nach guten Pinseln und die sind einfach ein Traum. Ne? Also die sind so butterweich, also das kann wirklich jeder unterschreiben, der das ja auch hat, das Set. Und auch von der Art her, ne, mit diesem Bambusgriff, der Wahnsinn, ich liebe die total. So, genug von meinen Pinseln geschwärmt und jetzt kommen wir zum nächsten Produkt und zwar ist es so, dass ich ja diese von Anatomicals, diese Augenpads total geliebt habe sozusagen. Die hatte ich mal in der Glossybox und habe sie irgendwie nicht wiedergefunden und jetzt habe ich aber eine Internetseite gefunden, die noch viel, viel bessere verkauft und zwar sind es diese Augenpads hier, die ich wirklich ständig drauf mache. Die sind mit Kollagen und überall, wo Kollagen draufsteht, ist die Heidi sofort am Start. Es ist so, dass die wirklich schön mit Flüssigkeit getränkt sind. Ich mir die drauf mache, dann lasse ich sie eine Weile drauf und wenn ich die abmache, sind die wirklich so trocken. Also da merkt man, dass meine Augenpartie einfach da Bedarf hat nach Feuchtigkeit und das super wichtig ist. Die Internetseite, die nennt sich Royal Wellness und es ist so, dass sie dort ganz, ganz viele asiatische Sachen haben. Und zwar könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, die Jessie hatte mir ja ein Paket zugeschickt aus Korea, genau. Das Video kann ich euch mal unten in die Infobox verlinken. Und da hat die mir so tolle Sachen rein von Marken, die ich nicht kannte. Zum Beispiel Tony Moly und Etude House, die mir vorher ja gar nichts gesagt haben. Und ja, ich fand das Paket so klasse, da waren ja so eine Schneckengesichtsmaske mit drin und so, also die Asiaten haben es da ja, was Kosmetik betrifft, eh irgendwie ne, so voll drauf. Und ich habe mich total gefreut über das Paket und habe mich jetzt gefreut, dass ich diese Internetseite gefunden habe, weil die nämlich eben auch genau diese Marken führen. Und deshalb habe ich mir auch gleich das hier nachbestellt. Das hatte mir die Jessie nämlich auch mit ins Paket. Und ich habe mir erst gedacht, naja, ist schon ein bisschen freaky, ne? So eine Maske für die Fingernägel. Und habe mir die dann aber drauf gemacht, als ich im Zug saß. Da bin ich nach Berlin gefahren zur Fashion Week. Genau, und da war es mir eigentlich egal, was die Leute denken und so. Ich bin angekommen in Berlin, ja, und ich sag's euch, meine Fingernägel, das war... Ich habe mir gedacht, hä, das gibt's doch gar nicht, das ist ein Produkt. Sowas Tolles irgendwie zustande bringt, ja, also deswegen musste ich mir das sofort nochmal nachbestellen. Richtig genial, also falls ihr da noch auf der Suche seid, beziehungsweise wenn ihr mal so ein bisschen rumexperimentieren möchtet und neue Sachen einfach entdecken möchtet, dann schaut auf jeden Fall mal auf der Internetseite vorbei. Und jetzt machen wir auch schon direkt weiter mit einem Produkt, das hier unten steht, das hole ich jetzt mal eben. Da bin ich wieder, warum schaue ich denn jetzt anders aus? Ja, fragt am besten nicht. Ich musste gestern zwischendurch meinen Sohn abholen von der Schule und als ich zurückgekommen bin, war es schon dunkel. Ja, meine zwei Softboxen sind kaputt, ich habe neue Lampen bestellt und im Dunkeln wollte ich das Video nicht beenden. Also habe ich mir gedacht, okay, es macht euch bestimmt nichts aus, wenn ich es halt heute fertig abdrehe. Ich wollte euch eigentlich noch ein paar mehr Schätzchen zeigen, habe aber gemerkt, dass ich mal wieder viel zu viel gequatscht habe. Deshalb zeige ich euch ein Schätzchen. Danach habt ihr mich nämlich gefragt auf Instagram. Ihr wolltet das Ganze in Nahaufnahme sehen. Und zwar wollte ich euch dazu aber noch sagen, dass ich sowas schon sehr, sehr lange gesucht habe und im letzten Jahr auch dreimal bestellt habe. Das Ganze aber jedes Mal kaputt ankam, weil der Verkäufer das zusammengebaut verschickt hat. So, von was spreche ich gerade? Ich spreche von einer Nagellacktreppe. Und zwar ist es bei dieser hier so, dass sie nicht zusammengebaut geliefert wurde. Wir haben 5 Minuten gebraucht, Alessandro und ich. Da hat er so kleine Fingerchen. Dann hat er mir hier bei den Schrauben geholfen. Das hat mich natürlich total gefreut. Und sie ist auf jeden Fall nicht so liedschäftig wie die andere, die ich damals bestellt hatte. Ihr könnt schon sehen, da sind wirklich viele Nagellacke drin. Warum habe ich die fürs Video nicht raus? Die ist nämlich ultra schwer, diese Nagellacktreppe. Aber daran könnt ihr ja am besten erkennen, dass da wirklich auch nichts wackelt oder irgendwie so. Oder sie
die irgendwie billig gemacht ist. Also ich finde sie richtig edel. Und diese Schrauben hier, die erinnern mich total an die Treppe, die ich draußen habe. Da haben wir nämlich auch so ganz große Schrauben eingebaut, quasi an den Seiten. Und ich finde, das sieht dann so ultramodern aus. Irgendwie hat es mich daran erinnert. Ich weiß, es tut nichts zur Sache, aber ja, ist halt so. So, okay, also die Treppe habe ich euch gezeigt. Wie gesagt, wenn ihr sowas noch sucht, My Beauty World 24, da habe ich sie gefunden. Und ansonsten war es das jetzt von meinem Video, meine Lieben. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne noch bei meinen letzten Videos vorbeischauen. Und dann wollte ich euch noch sagen, dass ihr meinen Kanal natürlich kostenlos abonnieren könnt. Dann verpasst ihr nämlich keine Videos mehr von mir, wenn ich sie dann hochlade. Ich würde mich auch super über eine Bewertung freuen, über euer Feedback in Form von einem Kommentar zum Beispiel. Also da würde ich mich wirklich total freuen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss! Schaut unbedingt bei meinem letzten Video vorbei, da könnt ihr nämlich ein Glätteisen von Nusha gewinnen und wenn ihr fleißig Sterne zählt, dann könnt ihr eine Nikon-Kamera gewinnen.